Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Na, der gute Alvin lässt sich da ein wenig hängen, ja, ist verständlich. Der gute hat ja seine Familie gerade erst verloren. So, jetzt kommt es drauf an, wie viel Uhr wir eigentlich haben im Spiel. Kann ich das irgendwo sehen? Ich merke gerade, meine Stimme ist nicht mehr ganz so fit. Hier nicht. Hier auch nicht. Und da erst recht nicht. Das ist jetzt etwas ungünstig. Verschlossene Tür, verschlossene Tür, verschlossene Tür. So, jetzt komm, sag mal. Der Schlüssel zur Gruft. Und ich glaube, sie hat mir ja so ein bisschen von dem Öl gegeben, oder? Schwalbe. Furchtbringer, Hähnchenkeule. Unbekannter Trank. Pflaumentinktur? Ah ja, das hatte ich ja von den anderen bekommen. Ich dachte, ich hätte von ihr auch. Etwas von diesem Dings bekommen. Offensichtlich nicht. Das ist ja fast schon ein bisschen frech. Moment mal, Karte. Hier ist sie zu Hause. Hier wäre einer der Scheine. Da gehe ich mal in die Richtung. Drüben ist die große Ansiedlung mit der Schenke. Wenn ich da bei der Schenke schnell einchecken, bis zum Abend meditieren und vielleicht das ganze Zeug da herstellen. Was ist das? Eine Katze! Zwergenschmied, Kräuterhändler, Reisender. Reisender, also nicht zufällig einer dabei, der für uns wichtig wäre. Hallo, ich will durch die Tür. Das Leben in der Armee ist hart. Ja, das glaube ich dir. Ach, die Tür ist da. Irgendwie hatte ich jetzt gerade Framerate-Probleme. Das ist etwas untypisch. Für ein Spiel, das so alt ist. Ja. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Gut, verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklickt Würfeln. Tipp, manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Jetzt pass auf, ja klar, erstmal nur das wenig. Würfeln drücken. Würfeln, würfeln, würfeln. Hier. Hm.
hier. Wieso ist da hier würfeln und da würfeln? Die veralbern mich doch. Ja, bar, Gegner hat nichts. Ich dachte, der hätte was. Ich kann mich erhöhen, also Gebot akzeptieren. Zum erneuten Dingswürfel ziehen. Das wäre der, der und der Würfel. Ha! Das war knapp. Ja, so gefällt mir das. Nächste Runde, komm, dann machen wir nochmal. Wieder würfeln drücken. Ein paar. Auch er hat ein paar. Ich kann aber nur. So, meine Würfel wählen. Oh, doppeltes Pärchen, auch nicht schlecht. Und er hat drei. Ich habe verloren. Doppeltes Pärchen. Er hat schon drei zum Beginn. Nein, ich möchte nicht erhöhen, bitte. Wie kann ich das verhindern? Ach, hier hätte ich passen können. Okay. Da, jetzt weiß ich's. Schade, so schlecht wäre die Chance gar nicht gewesen. Ja. Jetzt kennt ihr die Grundlagen des Pokerspiels. Es ist dann Zeit? An welcher Zeit? Der Wert ist, wo ist der Wert? Du wirst da nirgendwo. Ah, hier, Schankwirt. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Gut, aber. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Gut. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen. Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein. Ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt.
Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Also offensichtlich klappt das so nicht. Wer plaudert hier eigentlich die ganze Zeit, was er würfeln will? Warte mal, kann ich da vielleicht am Feuer meditieren? Hi Shani. Offensichtlich auch nicht. Muss ich da draußen jetzt an das ekelhafte Lagerfeuer? Ne, Moment, das war doch weiter hier drüben. Ja, da, wo die Soldaten sitzen. Feuerstelle, neue Talente erworben. Gut, dann zeig mir das mal. Heldenmenü, Talente 9. Schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei. Erfordert ein Bronzetalent. Ich habe doch Bronzetalent. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Parieren plus 10 würde auch gehen. Gewandtheit. Erfordert den Verzehr eines Mutagens. Faustkampf. Schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei. Wieso? Ah, erfordert das ein Silbertalent, aber Silbern ist erst das hier. Das ist doch verwirrend, ist doch das. Was kann ich mit der Intelligenz machen? Ermöglicht es Geralt, Öle herzustellen. Muss ich erst die Zeit einstellen? Nee. Würde auch nicht passen. Ich will bis zum Morgengrauen meditieren. Und wenn das schon anders nicht geht, Geisteröl, dazu fehlt mir alles. Aber Donner könnte ich machen, das ist lustig. Also ich brauche das Feld für die Grundlage. Hätte ich das jetzt doch bei Abigail kaufen müssen. Was fehlt mir für die Schwalbe? Ich habe noch Schwalbe. Maismöbe. Weiße Möbe habe ich so als solche noch. Alchemistischer Grundstoff für Tränke. Mildes Hexahalizinogen. Das bringt alles nichts. Also, bis zum Abend. Nicht bis Mitternacht, nur bis zur Dämmerung. Das sind 7 Stunden. Oh la la. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass mich hier nochmal schauen, ob ich das Heldenmenü, ob ich da vielleicht was machen kann. Igni habe ich ja noch nicht. Habe ich das nicht schon gemacht? Erfordert Bronzetalent. Erfordert Silbertalent. Leben erfordert Bronzetalent. Aha, okay. Also offensichtlich muss ich von hier aus anfangen, irgendwie.
Dann kann ich es ja noch mal hier mitprobieren. Ja, das geht. Die hatte ich ja schon begonnen. Paralyse, Schmerz plus 15. Gruppenstahl. Präzisionstreffer 1. Halbdrehung 1 und Stolpern. Immer sogar immer noch 5. Dann schneller Stahl. Hier noch eines. Ich kann bei Igni sicher noch nichts machen, oder? Weil ich die Igni ja noch nicht freigeschaltet hatte. Gut. Geht tatsächlich nicht. Gewandtheit. Baut alles einmal aus. Gut. Dann bis zur Dämmerung meditieren. So. Ja, da hört man sie schon. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nee. Schon Dämmerung. Sieht gar nicht so dämmerig aus. Dann gehe ich jetzt zum ersten Schrein, das ist da Richtung Shani. Ja, nicht Shani, Abigail. Was ist denn jetzt? Hier so zurückgekommen. Ach ja, hier ist ja ihr Ding. So, da drüben ist der Schrein. Götter segnet mich. Na. Okay, dann sollten wir das jetzt machen können. Ich habe dem Geistlichen versprochen, dies in der Nacht anzuzünden. Brennt's jetzt? Oder ist noch nicht Nacht genug? Es ist noch nicht Nacht genug. Man musste schon so ein Viech erledigen und dann hat das noch nicht mal was gebracht. Und jetzt ein Absturz. Ich habe, wie es aussieht, keinen Absturz, aber ich muss jetzt unterbrechen. Also wenn das Spiel tatsächlich immer nur so maximal 20 Minuten läuft, dann habe ich ein Problem.